Yo, was geht, Leute? King of the Beast am Start mit der dritten Anime-Recap-Folge. Letzte Woche kam leider kein Video, weil ich in der Klausurphase bin. Eigentlich wollte ich diese Woche auch aussetzen, weil ich immer noch Klausuren schreibe, aber fuck it, I'mma do it anyways. Heute gibt es ein Black Clover Special und am Ende des Videos werde ich noch diese Zuschauerfrage beantworten. Aber jetzt erstmal das Intro. Let's get it! Was war das bitte schön für eine Black Clover Folge? Locker die beste Black Clover Folge, die ich je in diesem Anime gesehen habe. Die ganze Folge lang wurde nur gekämpft. Ein geiler Kampf auf zwei Fronten. Der Kampf von Yuno und dem Ordensführer des himmelblauen Drachen haben dabei alles zerstört. Yuno konnte einfach mit einem Ordensführer mithalten. Wisst ihr, wie krank das ist? Damit ihr euch vorstellen könnt, wie stark Yuno jetzt ist, müssen wir ca. zwei Arcs zurück, da wo der schwarze Orden gegen Beto, einer der Kommandanten des Kalten Auges, gekämpft hat. Die hatten alle keine Chance. Der komplette schwarze Orden hatte damals nicht einen auch eine Chance. Der Typ hat ausnahmslos außer Yami jeden von denen genommen, als wäre sie unschuldige Mädchen. Am Ende hat das Trio Astra, Findral und Vanessa einen sehr guten Job gemacht mit krassem Teamplay, aber im Endeffekt hat es nichts gebracht. Und mitten in der Not, wo fast alle sterben, kommt Yami, der, und ich zitiere, über seine Grenzen dank Astra geht, um in einer neuen Attacke, Dimensionsschnitt, schlussendlich den Kommandanten besiegt. Yami musste über seine Grenzen gehen, um Veto zu besiegen. Die Ordensführer sind alle ungefähr auf demselben Level. Und ja, wie Yuno, der mit dem Ordensführer des himmelblauen Drachen mithalten konnte. Seht, wie krank stark der jetzt ist? Von meinem Beispiel eben mit dem Kommandanten des Kalten Auge, hätte er damals safe diesen Platz einnehmen können. Und es wäre auf dasselbe hinausgelaufen. Also, dass er den kompletten schwarzen Orden im Alleingang nimmt. Ich rede aber ausschließlich von dem Orden des schwarzen Tiers von vor zwei Arcs. Jetzt natürlich würde es im jetzigen Arc mit ihrer jetzigen Stärke nicht so sein. Ich bin mir aber sicher, dass trotz dieser Form von Yuno noch nicht auf dem Level eines wahren Ordensführers ist. Es war klar zu sehen, dass Yuno ernst gemacht hat und der Ordensführer gerade dabei war, ernst zu machen. Aber da hat der Ordensführer durch seine eigene Energie seinen Kristall zerstört. Also war es nicht mal Yunos Energie, die den Kristall zerstört hat, sondern durch die Energie des Ordensführers. Wenn man ein Ranking erstellen würde von den Ordensführern, wäre Yuno safe auf dem letzten Platz. Aber auf dem ersten Platz, wenn es darum geht, wer der stärkste von den normalen Magiern ist. Generell sind bei dieser Auswahl zu Royal Knights die stärksten Kämpfer des Landes anwesend. Und jeder von ihnen war erstaunt, als Yuno gegen den Ordensführer gekämpft hat. Ich bin mir sicher, dass keiner von den anwesenden Kämpfern mit dem Ordensführer des himmelblauen Drachen mithalten kann. Und das macht Yuno zum stärksten normalen Magier. Astra hingegen wird links liegen gelassen. Jedes Mal, wenn er sich verwandelt, kriegt er eine grottenschlechte Animation. Und da fliegt er noch im Halbfinale raus. Yuno ist ins Finale gekommen und hat die geilste Black Clover Animation bekommen, die man sich vorstellen kann. Wenn man logisch nachdenkt, weiß man ganz genau, wer der eigentliche Hauptcharakter ist. Nämlich Yuno. Bevor ich dieses Video beende, möchte ich noch diese Zuschauerfrage beantworten von Hallo Hallo. Es hat sich nicht gelohnt, ein separates Video dazu zu machen, weil das Ergebnis offensichtlich ist. Also, bei Aang vs. Ruffy gewinnt ganz klar Ruffy. Aang hat zwar eine hohe Zerstörungskraft, also ihm ist es möglich, eine Stadt zu zerstören, aber Ruffy hat mindestens genauso eine Zerstörungskraft. Gegen Doflamingo konnte man es klar sehen. Der Aufeinanderprall der Kongan und Flamingos Attacke hat die Meer außerhalb der Insel zum Beben gebracht. Eine Stadt und eine Insel kann man gut vergleichen, also sind die von der Zerstörungskraft her ungefähr gleich stark. Jetzt kommt es aber. Ruffy kann viel mehr aushalten als Aang. Aang ist sozusagen, wenn es um physischen Schaden geht, ein Schwächling. Als er von Azulas Blitz getroffen wurde, war er erstmal im Koma. Und Ruffy hat dann noch das Vorahnungshaki, was es ihm möglich macht, in die Zukunft zu sehen. Aang hat keine so krassen sensorischen Fähigkeiten, die ansatzweise mit dem Haki mithalten könnten. Hier würden auch seine seismischen Fähigkeiten nichts nützen. Wenn es um Schnelligkeit geht, denke ich mal, dass Ruffy auch schneller ist. Aang ist höchstens so schnell wie ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit und Ruffy ist safe schneller als das. Wenn wir davon ausgehen, dass Enel mit seinem Blitzen auch so schnell angreift. Und von da aus ist Ruffy nochmal stärker und schneller geworden über die Jahre. Also Ruffy gewinnt aufgrund seiner Lastbarkeit, seiner Schnelligkeit und seiner sensorischen Fähigkeiten. Wenn du wissen willst, wie stark Aang ist, dann schau dir mal dieses Video an, es ist sehr interessant. Bei Goku vs. Naruto gewinnt Goku nur Difficulty. Um dir klar zu machen, wie stark Goku ist, oder um dir klar zu machen, um wie viel Goku stärker als Naruto ist, möchte ich erstmal sagen, wie stark Naruto ist. Naruto kann zum Beispiel einen Planeten zerstören. Und Frieza in seiner ersten Form, also seine allererste Form, wo der so ein Billo war, konnte schon einen Planeten zerstören. Und wenn wir jetzt Goku nehmen, der viel stärker ist als Golden Freezer, eine Form von Freezer, wo er am stärksten ist. Und wenn wir Son Goku nehmen, der noch viel stärker als diese Form ist, kann man zum Schluss kommen, dass Goku nur furzen muss, um Naruto zu besiegen.
Ja, das war's. Wegen der Klausurphase ist das Video leider nur so kurz geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da, schaltet die Glocke ein. Teilt das Video wie Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Habt einen schönen Tag. Ciao, ne?